Nicht Fisch, nicht Fleisch. Dieses torlose Unentschieden hilft keinem so recht weiter. Weder Armin Fee noch André Breitenreiter. Das Spiel dürftig. Mit solchen Auftritten wird es für Frankfurt wie für Schalke schwer, die jeweiligen Ziele zu erreichen. Die Trainer betonen aber natürlich vor allem das Positive. Ich denke, vor allem in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass beide Mannschaften jetzt nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Ja, es war so, dass Schalke ein bisschen defensiver heute war und wir natürlich auch weniger Räume bekommen haben. Und auch viel zu viele leichte Bälle dann verloren haben. Für uns war wichtig, dass wir Stabilität gewonnen haben, gerade nach dem Donnerstagsspiel, aus dem die Spieler doch sehr verunsichert gegangen sind. Wollten sie eine Reaktion zeigen. Ich finde, das haben sie insbesondere im Spiel gegen den Ball erledigt. Wir sind deutlich mehr gelaufen, wir haben viele Zweikämpfe geführt, diese auch gewonnen. Aber ist es in der Situation einfach so, wenn du verunsichert bist, dann kannst du zwar viel drüber reden und eine gewisse Lockerheit reinbringen im Training, aber im Spiel ist es dann wieder anders. Hast du natürlich auch Angst, dass du wieder was verkehrt machst. Für uns, sage ich mal, insgesamt, wir haben die besseren Torchancen gehabt als Schalke. Wir haben im Prinzip nur eine Torchance zugelassen. Das war eine Einzelleistung von Sané in der zweiten Halbzeit. Ansonsten haben wir nichts zugelassen, was auch wichtig ist. Natürlich, dass wir nach hinten auch bei Standardsituationen, die Schalke ja in der Offensive gut macht, gut gestanden sind. Man benötigt Erfolgserlebnisse, um die endgültige Sicherheit zurückzugewinnen. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass wir heute gewinnen, keine Frage. Aber wir haben zumindest Stabilität bewiesen und zu Null gespielt und eine Reaktion gesehen. Und wenn es noch so blöd klingt, ist es ganz gut, dass wir zweimal kein Gegentor bekommen haben. Dass wir auch wissen, dass wir zu Null spielen können. Aber nur 0-0 immer, das wird dann am Ende zu wenig sein. Lange aufhalten werden sich beide Trainer mit dem Spiel nicht. Mittwoch geht es nämlich schon weiter. Frankfurt muss nach Berlin, Schalke empfängt den HSV.